Worum geht es eigentlich beim Christsein oder beim christlichen Glauben? Das kann man sicherlich auf ganz unterschiedliche Weise beschreiben. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal zusammengefasst unter dem Begriff Nachfolge und dazu auch ein Buch geschrieben. Das will ich euch in der heutigen Folge des Dietrich Bonhoeffer Kurses vorstellen. Auch zu dieser Folge des Dietrich Bonhoeffer Kurses gibt es wieder ein Mindmap mit den Hauptgedanken dieses Kursteiles und auch ein Textblatt mit Texten, Auszügen aus dem Buch Nachfolge, um das es heute geht, so dass ihr da auch an zwei, drei Stellen etwas vertiefen könnt. Ich will euch dieses Buch Nachfolge und Bonhoeffers Gedanken heute so vorstellen, dass ich euch zunächst mal ein paar Bemerkungen zum Kontext mitgebe und dann auch etwas zur Struktur des Buches sage und dann auf drei Gedanken aus seinem Buch etwas näher eingehe. Zum Verständnis des historischen Kontexts, in dem sich Bonhoeffer befindet, vielleicht so viel. Ab 1935 leitet Dietrich Bonhoeffer ein Predigerseminar der Bekennenden Kirche, wo die ihre zukünftigen Pfarrer ausbildet. Und im Rahmen dieser Veranstaltungen, die er dort hält, hält er auch Vorlesungen zum Neuen Testament. Und diese Vorlesungen gehen dann ein in das Buch, das er dann 1937 eben unter diesem Titel Nachfolge veröffentlicht. Dietrich Bonhoeffer beobachtet zu seiner Zeit ein Problem, das offensichtlich vielen Christen oder vielleicht auch den angehenden Pfarrern nicht mehr so bewusst ist, dass der Glaube auch aus sich heraus Konsequenzen für die Lebensführung hat. Denn grundsätzlich ist für Bonhoeffer das eine klar, was er auch mit Martin Luther als Grunderkenntnis des Christseins und des christlichen Glaubens teilt, nämlich die sogenannte Rechtfertigungslehre, dass wir Menschen vor Gott gerecht sind, vor Gott anerkannt und angenommen sind aus Gnade umsonst und dass diese Gnade Gottes für uns erfahrbar ist, indem wir dieser Gnade Gottes, dem Evangelium, durch das uns diese Gnade Gottes verkündet wird, glauben. Nun zeigen für Dietrich Bonhoeffer die Auseinandersetzungen des Kirchenkampfs, also vor allem auch das Eindringen nationalsozialistischer Ideologie und auch Gedankengut in die Kirchen und auch Herausforderungen, die sich damit ergeben. Zum Beispiel, wie ist das mit Eidesleistung, wenn man jetzt auf den Führer einen Eid leisten soll? Wie ist das mit anderen Konsequenzen? Dass an vielen Stellen nicht mehr ganz klar ist, dass der christliche Glaube eben auch ganz konkret Konsequenzen für die Lebensführung oder auch jetzt bezogen auf die Pfarrer Konsequenzen für die Berufsausübung haben würde. Und das, was Bonhoeffer an dieser Stelle wichtig ist und was er beobachtet, ist ihm vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Neuen Testament aufgegangen, insbesondere auch mit der Bergpredigt. Und so bildet einen großen Teil dieses Buches bei einer Auslegung der Bergpredigt. Jedoch stellt Bonhoeffer zum Verständnis dessen, was ihm wichtig ist, der eigentlich in diesem Mittelteil des Buches fünf Kapitel voran. Und da seht ihr das auch, also es ist gegliedert in zwei Hauptteile. Der erste Teil, das seht ihr auch in der Gliederung ganz schön, ist im Mittelteil diese Auslegung der Bergpredigt und danach noch eine Auslegung von Matthäus 10, also Bergpredigt Matthäus 5, 6 und 7. Und dem ist vorangestellt ein Teil mit fünf einzelnen Kapiteln, die teure Gnade, der Ruf in die Nachfolge, der einfältige Gehorsam, die Nachfolge und das Kreuz und die Nachfolge und der Einzelne. Das ist so der erste Teil, wo Bonhoeffer Einsichten gewinnt, indem er in diese Situation reinhört, wie Jesus zu seiner Zeit damals in Israel Menschen begegnet ist, wie er Menschen in seine Nachfolge gerufen hat. Und wir gehen jetzt einfach gleich mal in das erste Kapitel rein, die teure Gnade. Dieses Missverständnis oder diese große Frage, die Bonhoeffer bewegt, ist, dass er sieht, dass Martin Luther schon zu seiner Zeit etwas ganz Wesentliches, das Wichtigste überhaupt im Glauben erkannt hat, nämlich dass der
Glaube, ein heilvolles Vertrauen auf die gnädige Zusage und gnädige Zuwendung Gottes ist und dass wir uns Gottes Zuwendung und Gnade auf keinen Fall verdienen können, sondern dass wir auf sie einfach nur vertrauen können und dass dieses Vertrauen uns auch geschenkt wird. Dietrich Bonhoeffer jedoch beobachtet jetzt eben so eine Entwicklung, dass man zwar diesen Kern des Glaubens, Gott ist uns gnädig, dass man das weiterhin festhält, aber dass das irgendwie zu so einer Lehre geworden ist, also immer noch mit EH, aber dass das insofern leer geworden ist, jetzt vielleicht mit 2E, dass man etwas ganz Wesentliches vergessen hat, nämlich dass es nämlich nicht um eine Lehre, um ein System geht, sondern darum, dass Gott uns tatsächlich begegnet, dass Jesus Menschen begegnet ist und sie gerufen hat und dieser Ruf immer auch eine Lebensveränderung mit sich gebracht hat. Und so bringt Bonhoeffer das auf eine relativ krass wirkende Gegenüberstellung, nämlich auf der einen Seite von der teuren Gnade Gottes zu reden und die auf der anderen Seite der billigen Gnade gegenüberstellt. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Gnade als Schleuderware, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Demgegenüber betont aber Bonhoeffer, dass das, was Gnade bedeutet, eigentlich eine teure Gnade ist. Und teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Also Bonhoeffer legt hier unter anderem biblische Geschichten und Begebenheiten auch aus und macht eben so eine gewisse Gegenüberstellung auch, dass natürlich die Gnade immer Gnade bleibt, aber dass sie eben eine Gnade ist, die uns mitnehmen will. Also der verborgene Schatz im Acker, das ist hier eine Geschichte, auf die Bonhoeffer Bezug nimmt aus der Bibel, die Jesus erzählt, dass da ein Mann ist, der da einen ganz tollen Schatz im Acker findet und der daraufhin alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen, um damit diesen Schatz zu gewinnen. Und auch an anderen Stellen seines Buches geht Bonhoeffer immer wieder auf biblische Erzählungen, auf auch Reden Jesu ein. Und verdeutlicht, dass es im Glauben und bei der Gnade Gottes immer wieder um diese beiden Aspekte geht. Einerseits, ja, es ist Gottes Gnade, aber Gottes Gnade ist immer eine, die uns mitnimmt. Also insofern dieses Gegenüber auch hier immer wieder dieser Doppelschritt. Es ist einerseits etwas Teures, etwas Kostbares. Aber jetzt nicht im Sinne, das ist so teuer, dass es wie eine unerfüllbare Forderung vor uns steht, sondern es ist etwas Kostbares, zu dem uns Gottes Gnade mit hinnehmen, bewegen will, das auch unser Leben leicht machen will. Also das ist Bonhoeffer schon ganz am Anfang, auch in seinem Vorwort wichtig, dass da, wo es auch um Gottes Gebote geht, seinen Ruf an uns, dass das kein Ruf ist, der uns eine neue Knechtschaft oder in neue Gesetzlichkeit führen will, sondern dass der uns in Freiheit führen will. Und das hat natürlich auch etwas mit dem historischen Kontext zu tun. Bonhoeffer ist ja ziemlich klar, dass Menschen durch die Nazi-Ideologie, auch durch diese Führerkult und durch andere Dinge, in viel schlimmere Abgründe und Gefangenschaften, Ideologien verfallen können und dass man aus diesen Verstrickungen nur da heilsam herauskommen kann, wenn man einen anderen Ruf hört, wenn man einen anderen Weg wählen kann. Und insofern ist das, was jetzt auch im Weiteren folgt, schon, wenn man es so liest, auch an manchen Stellen scheint es so etwas eine harte Kost zu sein, auch sehr ernsthaft geschrieben. Also Christiane Tietz zum Beispiel in ihrer Bonhoeffer-Darstellung
Sie erwähnt auch, dass manche Leute wohl Bonhoeffer so empfunden haben, dass man es hier so mit einer gewissen weltfremden Christus-Spiritualität zu tun hat. Aber sie sagt schon gleich, mitnichten ist das so, denn wenn man die historischen Zusammenhänge erkennt, dann hört man an vielen Stellen auch die politischen Bezüge heraus. Also zum Beispiel jetzt in den nachfolgenden Kapiteln, dass wenn es um den Ruf in die Nachfolge geht, dass natürlich das kontrastiert ist, dass der Mensch auch von anderen Menschenführern gerufen werden könnte. Oder wenn es in den darauffolgenden Kapiteln um den einfältigen Gehorsam geht, dann, dass das darauf anspielt, dass Gehorsam ja auch in Deutschland gefordert war, und zwar als blinder Gehorsam gegenüber einem Führer, und dass der Gehorsam, um den es bei der Nachfolge geht, ein Gehorsam ist, der ein Hören auf Gott meint und ein Hinhören, das ein Antworten auf Gottes guten Frieden und heilschaffenden Ruf in sich birgt. Und deshalb auch eine Antwort hervorruft, die uns frei macht letztlich. Aber gut, wenden wir uns jetzt noch mal dem zweiten Kapitel zu, der Ruf in die Nachfolge. Da geht es Bonhoeffer darum, dass tatsächlich uns im Glauben so ein oder den Menschen, auch die Jesus begegnet sind, so ein Ruf begegnet ist, der sie aufgefordert hat, etwas hinter sich zu lassen, auch ihr Leben zu ändern, mit Jesus mitzugehen. Und dass tatsächlich auch diese Art Gehorsam von den Menschen, die mit Jesus mitgehen, die ihm folgen, die an ihn glauben, gefordert ist. Bonhoeffer bringt das auf diese Doppelformel: nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Der Glaube lebt also aus dem beständigen Hören auf das Wort Gottes und zieht eben damit auch ein verändertes Leben nach sich. Also ihr könnt mal auf dem Textblatt das auch weiter nachlesen. Und da Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Dann weiter unten in diesem Textabschnitt: Was wird über den Inhalt der Nachfolge gesagt? Folge mir nach, laufe hinter mir her. Das ist alles. Hinter ihm hergehen, das ist etwas schlechthin Inhaltloses, es ist wahrhaft kein Lebensprogramm, dessen Verwirklichung sinnvoll erscheinen könnte, kein Ziel, kein Ideal, dem nachgestrebt werden sollte. Und was geschieht? Der Gerufene verlässt alles. Also auch an dieser Stelle geht es Bonhoeffer wieder darum, dass es nicht um ein Programm geht, das man da zu erfüllen hat, das von vornherein feststeht, sondern dass dieses Nachfolgen, dass der Glaube an dieser Stelle etwas Lebendiges ist, nicht neue Prinzipien, also das, was Bonhoeffer auch an anderen Stellen schon betont hat. Genau, nächstes Kapitel, der einfältige Gehorsam, hatte ich schon was dazu gesagt, dass es hier ein Kontrastpunkt ist zu der Art von Gehorsam, die man innerhalb der Nazi-Ideologie gefordert hat. Und dann ein, finde ich, also sehr schön und sehr tiefes Kapitel über die Nachfolge und das Kreuz. Das ist nun etwas, wo man auch sagen kann, ja, da kommt jetzt auch diese Anspruchsseite vielleicht auch sehr deutlich heraus. Also Nachfolge bedeutet eben auch, das Kreuz auf sich zu nehmen, Leiden zu tragen. Aber auch an dieser Stelle bekommt es Bonhoeffer also beispielhaft hin, diese Balance zu halten, dass es zunächst und auch am Anfang und grundsätzlich erstmal gar nicht darum geht, dass wir Menschen etwas machen, auch wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, sondern dass Bonhoeffer damit beginnt, dass Gott selber uns gnädig erstmal begegnet. Und er macht das fest an einer Geschichte, die euch vielen wahrscheinlich bekannt ist, da wo Jesus im Garten Gethsemane am Abend vor seiner Hinrichtung Gott bittet, dass der Vater diesen Kelch an ihm vorübergehen lässt. Und Bonhoeffer schreibt nämlich Folgendes: Jesus bittet den Vater, der Kelch möge vorübergehen, und der Vater erhört die Bitte des Sohnes. Der Kelch des Leidens wird an Jesus vorübergehen, aber allein darin, dass er getrunken wird. Allein durch das Tragen wird er das Leiden überwinden und besiegen. Sein Kreuz ist seine Überwindung. Also ein ganz interessanter Gedanke finde ich hier, dass Bonhoeffer, der ja das auch vor sich sieht, auch in dieser Illegalität zu arbeiten, auch dass das Christ sein Leiden mit sich bringen wird, auch eine ungewisse Zukunft,
dass aber Gott eben diesen Kelch nicht von dem Menschen nimmt, auch nicht von dem, der ihm nachfolgt, indem er das alles einem erspart, sondern dass es an dieser Stelle eben auch gilt, dieses Leiden zu tragen. Und jetzt kommt eine ganz schöne Aussage, dass Bonhoeffer nämlich festhält, Gott ist ein Gott des Tragens. Der Sohn Gottes trug unser Fleisch, also unser Menschsein, er trug darum das Kreuz, er trug alle unsere Sünden und schuf durch sein Tragen Versöhnung. Also an Jesus wird deutlich, Gott selber trägt durch Leiden hindurch, da wo das Leben, wo Gott selbst uns auch etwas auferlegt. Und auch das lässt sich nicht im Vorhinein sagen, was das genau ist. Bonhoeffer legt Wert darauf, dass das für jeden etwas anderes sein kann. Aber dass zunächst mal Gott selber ein Gott des Tragens ist, dass er Jesus trägt, dass Jesus dieses Kreuz getragen hat, dass er auch uns trägt. Und das ist dann der nächste Gedanke, weil wir uns getragen wissen dürfen, weil Gott selbst uns trägt, dass wir dann auch wiederum andere Menschen, auch das, was uns auferlegt wird, tragen können in unserem Leben. Es folgt dann noch ein fünftes Kapitel mit so grundsätzlichen Bemerkungen, die Nachfolge unter Einzelnen. Und auch da ist eine ganz starke politische Anspielung. Da, wo im Nationalsozialismus der Einzelne so in der Masse untergegangen ist, ist es für Bonhoeffer wichtig zu betonen, dass es bei Gott und beim Glauben, bei der Nachfolge immer darum geht, dass Menschen aus der Masse herausgerufen werden, dass Gott sich jedem Einzelnen zuwendet. Und dass das Christsein für jeden und auch die Nachfolger eine ganz spezifische Gestalt hat. Und das ja auch eine ganz spannende Sache ist, das zu erleben und auf dieser Spur zu sein. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, auch an der Stelle des Lebens, wo ich gerade bin? Und insofern vielleicht auch ein Tipp, man könnte nämlich jetzt leicht, also wenn es jetzt darum geht, in dem dicken Kapitel, was dann folgt, die Auslegung der Bergpredigt, leicht diesem Missverständnis verfallen, jetzt kommt Bonhoeffer und legt die Bergpredigt aus und deshalb müssen wir jetzt so nach der Bergpredigt leben, wie Bonhoeffer das auslegt. Das wäre eben gerade falsch verstanden. Also das, was jetzt kommt, eben in dem Mittelteil, die Auslegung der Bergpredigt, ist für Bonhoeffer eben gerade nicht ein Programm, was uns beschreiben soll, wie wir jetzt und für alle Zeit seiner Meinung nach zu leben haben, sondern es ist einfach eine Auslegung, was es bedeuten kann, was es jetzt auch in verschiedenen Stellen seiner Zeit bedeuten kann, zum Beispiel bei der Frage der Eidesleistung, Jesus nachzufolgen. Genau, so weit mal die Grundgedanken. Und dann kommt eben dieser zweite Teil, die Kirche Jesu Christi und die Nachfolge, wo sich Bonhoeffer diesem Ausgangsphänomen zuwendet. Was hat das jetzt eigentlich für uns zu bedeuten, dass Jesus ja nicht mehr unter uns herumläuft und uns so in die Nachfolge ruft, wie er das bei den ersten Jüngern getan hatte? Und Bonhoeffer verfolgt hier eine Spur, die er ja auch schon in seiner Dissertation angelegt hat, dass Jesus lebt in der Kirche als Kirche existierend und dass sich der Ruf in die Nachfolge eben heute vor allem ereignet in der Kirche, zum Beispiel durch die Predigt oder auch durch die Sakramente. Also hier antwortet Bonhoeffer dann jetzt relativ knapp, was dann auch ausführlicher nochmal in einem weiteren Buch, was ich euch in der nächsten Folge vorstellen werde, Gemeinsames Leben, auch nochmal etwas führlicher darauf eingeht. Und das Bleiben bei Jesus äußert sich eben auch darin, dass wir bei der Kirche bleiben, in der Gemeinschaft der Nachfolgenden und in dieser Gemeinschaft immer wieder fragen, was bedeutet es jetzt und heute für uns Christ zu sein, das auch zu leben. Also dieses Buch von Dietrich Bonhoeffer mal selber zu lesen, das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt ein Buch auch sucht, wo ihr bei Dietrich Bonhoeffer einsteigen könnt, wäre das eine Möglichkeit. Dieses Buch Nachfolge gehört mit zu den Büchern, weil es dieses Anliegen hat, wie wird Gott für uns erfahrbar? Wie wird Jesus Christus für uns erfahrbar? Was könnte das bedeuten? Dass es mit ein Grund ist, dass Dietrich Bonhoeffer heute als einer der christlichen Mystiker gilt, also zum Beispiel in diesem Band hier vom Sonntagsblatt Edition Mystiker, der innere Weg zu Gott, also Anselm Grüm hat das zusammengestellt. Da ist auch Bonhoeffer ein Kapitel gewidmet und auch Peter Zimmerling in seinem Buch Evangelische Mystik hat Bonhoeffer ein Kapitel gewidmet,
Also, wo man natürlich sagen muss, Bonhoeffer selber hätte sich niemals als Mystiker bezeichnet, weil man zu seiner Zeit ein bestimmtes Verständnis von Mystik hatte. Aber jetzt in unserer heutigen Debatte auch um Mystik und auch in der religionswissenschaftlichen Forschung würde man sagen, jede Tradition hat ihre eigene Form von Mystik. Und wenn es bei Mystik um Gottesbegegnung, Gott erleben geht, dann schlägt eben Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge einen ganz bestimmten Weg auch vor, wie man Gott, wie man Jesus Christus auch erleben und ihm begegnen kann. Und insofern findet man in dem Buch, glaube ich, viele Anregungen, denen man auch mal nachspüren oder auch nachfolgen könnte. Viel Spaß und Segen euch dabei.